Live aus Berlin, hier sind die Nachrichten der DW. In Italien suchen die Rettungskräfte weiter nach Überlebenden des Erdbebens. Doch für viele Opfer kommt jede Hilfe zu spät. Eins unserer Themen jetzt. Herzlich willkommen, ich bin Julia Hahn. Als Zeichen der Trauer wehen an vielen öffentlichen Gebäuden in Italien heute die Fahnen auf Halbmast. Nach dem schweren Erdbeben im Zentrum des Landes ist die Zahl der Todesopfer inzwischen auf 247 gestiegen. Mehrere hundert Menschen sollen verletzt sein. Das Epizentrum des Bebens in der Nacht auf Mittwoch lag in der Provinz Perugia. Auch heute hat die Erde in der Region immer wieder gebebt. Zu mir ins Studio gekommen ist Matthias Garschagen von der UN-Universität in Bonn. Sie sind dort wissenschaftlicher Leiter für Risikoanalysen. Herr Garschagen, wie lassen sich denn ganz praktisch Gefahren, gerade in so mittelalterlichen Städten wie in Italien, die jetzt so schlimm getroffen wurden von dem Erdbeben, wie lassen sich solche... Vielen Dank bis hierhin, Matthias Garschagen. Wir sprechen gleich weiter. Wir haben es gerade gehört, Katastrophen wie jetzt in Italien können nicht verhindert werden, aber zumindest die Auswirkungen, die negativen Folgen lassen sich reduzieren. Was in diesem Zusammenhang wichtig ist, das zeigen wir Ihnen jetzt anhand von Beispielen aus zwei Ländern. Wir haben ja im Beitrag gesehen, wie wichtig die Infrastruktur im Katastrophenfall ist. Japan ist da weit voraus. Können denn ärmere Länder wie Vietnam diesem Beispiel folgen? Ja, sicherlich. Also ich denke. Machen. Was würden Sie denn jetzt den Italienern empfehlen? Welche Lehren müssen Sie ziehen aus diesem Erdbeben? Wie können Sie sich besser vorbereiten? Ja, die Lage ist sicherlich in. Es könnte ein historischer Durchbruch sein für Kolumbien. Nach mehr als einem halben Jahrhundert Krieg haben die Regierung und die linken FARC-Rebellen Frieden geschlossen. Das halten die Vermittler. Und über die Chancen für einen dauerhaften Frieden in Kolumbien möchte ich jetzt sprechen mit Etienne Röder. Sie sind freier Journalist hier in Berlin, waren aber auch vor kurzem in Kolumbien für Recherche. Und jetzt gibt es diese Einigung. Ist das jetzt die große Chance? Ist das der große Durchbruch Ihrer Ansicht nach? Ja und nein. Einerseits die Stimmung im Land erlebt. Es soll ja auch eine Volksabstimmung noch geben. Die Leute sollen also auch entscheiden, ob es zu diesem Frieden kommt oder nicht. Man könnte ja meinen, die Leute sehnen sich nach Frieden nach so langer Zeit. Richtig. Das Thema ist tatsächlich kompliziert. Präsident Santos hat bevor dieser... Momentan ist die Stimmung eher negativ eingestellt. Die Opposition gegenüber diesem Friedensvertrag bemängelt nicht das Werk an Straflosigkeit. Und genau da setzt die Opposition an und sagt, das werden... Vertretern selbst sprechen, sind die denn alle zufrieden? Teilweise. Der im unteren Bereich der Ränge arbeitet oder kämpft, der sehnt sich natürlich... Es ist eine brisante Meldung. Die Bundeswehr bereitet offenbar ihren Abzug vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik vor. Das zumindest berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Verteidigungsministerin von der Leyen wies das jetzt zwar zurück, aber die Debatte um Incirlik läuft und das schon seit Monaten. Denn die türkische Regierung verwehrt deutschen Abgeordneten den Besuch auf der Basis. In Incirlik sind 250 deutsche Soldaten stationiert, die den US-geführten Kampf gegen die Terrormiliz IS von dort unterstützen. Und wir sind gleich nach einer kurzen Pause wieder für Sie da. Dann geht es unter anderem um einen Planeten, den Forscher jetzt entdeckt haben. Bleiben Sie dran, in 60 Sekunden sind wir zurück. Willkommen zurück zu den DW-Nachrichten und wir beginnen mit einer Meldung, die Wissenschaftler weltweit aufhorchen lässt. Astronomen haben einen möglicherweise bewohnbaren Planeten entdeckt, der den erdnächsten Stern Proxima Centauri umkreist. 4 Lichtjahre ist dieser Planet entfernt und die Forscher glauben, dass auf ihm Leben möglich ist.